Hi, ich bin Jenny. Ich heiße dich recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute ein Video machen zum Thema Wimpern aufkleben. Das habe ich schon vor 2 Jahren mal gemacht, aber ich möchte einfach ein, ich nenne es mal Update dazu machen, um euch das nochmal ein bisschen zu zeigen. Die Wimpern, die ich, also wenn euch das interessiert, dann bleibt dran und wenn nicht, dann müsst ihr jetzt wegklicken. Die Wimpern, die ich verwende, sind von Lenilash, die Nummer 128. Ich hatte vorhin schon mal gefilmt und irgendwie hat das nicht so richtig aufgenommen, wie ich das wollte. Und deswegen sind die jetzt hier schon aus der Box raus. Die Wimpern sehen, warte, so aus. Ich finde sie sehr natürlich. Es sind meine Lieblingswimpern, würde ich jetzt fast sagen. Weil durch diese unterschiedlichen Härchen, wie man hier etwas erkennen kann, da wirken die recht natürlich. Den Kleber, den ich dafür verwende, ist der Duo-Kleber in Grün. Den trage ich auf das Wimpernband auf. Oberhalb tupfe ich das so ein bisschen hier drauf. Wichtig ist, dass ihr den Kleber dann trocknen lasst. Ihr könnt den teuersten und schönsten Kleber der Welt haben. Wenn dieser nicht getrocknet ist, wird er auf eurem Auge nicht halten. Und eure Wimpern werden alles andere tun, außer halten. Auf der Seite hier habe ich schon eine drauf, wie man vielleicht etwas erkennen kann. Auf der anderen Seite habe ich Büschelwimpern, einzelne. Also es ist noch der Rest. Ich klebe mir das normalerweise selber immer, diese Einzelwimpern, weil ich mit meinen eigenen nicht zufrieden bin. Die sind mir zu kurz und das gefällt mir halt nicht. So, die Wimpern, dann lasst ihr die ein bisschen trocknen. Dann nehmt ihr die halt mit der Pinzette. Legt die in die Mitte von eurem Auge. Ja, also legt ihr das drauf. Ich gucke mal kurz hier in den Spiegel. An die Seite. So, ich lege das erstmal halt in die Mitte so drauf. Dann nehme ich mit der Pinzette die Enden und drücke mir die so ein bisschen ein. Beziehungsweise bringe mir das in Form, wo das hin soll. Nehme dann mit der Rückseite. Drücke ich das nochmal ein bisschen an. Und ich muss sagen, das geht sehr schnell. Ich könnte das jeden früh machen. Ihr seht, ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, also auf die Zeit geachtet, aber es geht wirklich fix. Ich habe halt hier einzelne drunter, aber ja. Man könnte auch nochmal die Finger nehmen, mache ich auch manchmal und drücke das so ein bisschen lang, dass das auch wirklich passt. Wenn man eine sehr runde Augenform hat, so wie ich das habe, ist das etwas schwieriger, finde ich, die Wimpern aufzubringen, weil, naja, die sind halt mehr so geradlinig manchmal gezogen, finde ich. Deswegen mag ich die Lenilash sehr gerne. Auch die Red Cherry, die finde ich schön, weil die Form passt sich einfach meinem Auge sehr gut an. Und vorne zum Beispiel in dem Bereich ist es für mich immer sehr schwer, die Wimpern zum Halten zu bringen, weil ich einfach da sehr kurze Wimpern habe, nur ganz kleine, feine. Also ich meine hier in diesem Bereich. Und deswegen trage ich da meistens dazu auch Eyeliner, um das so ein bisschen, wie soll ich das sagen, optisch nach hinten zu rücken, dass man das halt nicht so sieht. Ja, aber jetzt so, die klebt eigentlich ganz gut. So trage ich mir meine Wimpern auf. Also wie gesagt, die Pinzette, Kleber dran, kurz trocknen lassen, in der Mitte erst aufsetzen und rechts und links dann befestigen. Ja, das war's auch schon. Wenn ihr sonst irgendwelche Videoideen habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir die hier unten drunter schreibt in den Kommentaren oder auf meiner Facebook-Seite, die ich euch auch nochmal in die Infobox verlinke. Es werden jetzt auch wieder öfters Videos von mir kommen, weil mir das einfach Spaß macht und ich damit sozusagen die ganzen Nachrichten, die mir geschrieben werden bei Facebook, so ein bisschen verallgemeinern kann und euch dann vielleicht in einem Video das anschaulicher zeigen kann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wenn ihr euer Leben in Zukunft mit mir teilen wollt, dann könnt ihr ja unten abonnieren drücken und gucken, was vielleicht noch in Zukunft so Neues von mir kommt. Ich zeige euch nochmal das Endergebnis. So sieht das aus. Wimpern von unten. Ich habe jetzt keinen Eyeliner oder irgendwas drauf. Habe ich beabsichtigt nicht gemacht, damit man das einfach auch mal so gut erkennt. Also es ist die 128 von Lenilash. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.